Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Das weiß ich nicht, ob wir selber was machen, ob wir irgendwo mit, ja. Ob wir selber was machen, ob wir irgendwo joinen können, keine Ahnung, hat Spaß, irgendein Fundraiser oder so ein Kack, was weiß ich. Ich würde das ja gerne organisieren, aber wir haben zu wenig Leute. Irgendwo joinen, vielleicht gibt es irgendwo so ein Fundraiser oder sowas, was nicht so ernst ist. Ja, ich habe gesehen, es gibt so einen Server auf PetrainGex. Der ist ganz gut konfiguriert. Ja, aber hat der... Der hat ja auch kein Team von 50 Leute. Noch nicht. Ich da mal das Passwort rausnehme. Dann ist vorbei. Weil das Gino-Passwort rausnimmst. Da steht jemand. Gents, moin. Moin. Was ist mit dir? Aber das muss doch die Strecke von damals erreichen. Bleib ich stehen. Dann ist er raus. Viele Wagen hat er probiert. Was sagst du, Xenti, zu den Autos? Mein Gott, du kennst sie aber. Bei der Strecke vielleicht? Ich gemeint, den GT3 Porsche braucht man gar nicht fahren. Ist er denn, bist du denn noch gefahren, oder? Ich hatte gemeint, eigentlich könnte man bei dem viel umstellen. Hast du auch gemacht, ging dann eigentlich. Was fährst denn du eigentlich, Technik? Was bist du gefahren? Bist auch gerade weg. Ich bin gerade den GT3 gefahren, glaube ich. Und? Ja. 1,41 jetzt so nach den ersten Runden. Ich muss hier parken. Okay. Weiter geht's. TEH. Du musst doch schauen, dass der Tech steht. Viel geiler. Tech. Stand mal irgendwo. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, bei dem. Bei dem Standard. Timing-Ding. Hier kannst du übrigens im dritten Gang über den Körper brettern. Beim Hochfahren oder was? Ich muss meine Linie noch finden. Jetzt fahre ich. So, du meinst gar nicht. Nach einem Staubsauger. Wir müssen den Wagen, mit dem wir gerade sitzen, Jens, doch einstellen, dass es drei fahren könnte dann so. Wäre bestimmt Xenten auch gerne gefahren zum Test. Deswegen hat er wahrscheinlich geliebt, weil er das Fahrzeug nicht freigibt. Genau. Genau. Aber ich wollte jetzt mal es andersrum machen. Ich wollte mal mit dem Auto anfangen, wo ich okay finde, und dann auf schlechtere wechseln, damit ich die Strecke einfach mal einfach habe zum Lernen. Wo ich dann nicht auch noch mit dem Auto kämpfen muss unter Strecke, sondern eins von beidem. Der Jens spielt mit mir.
macht er? Ich pass auf dich auf. Und dann lässt er mich wieder vor und dann will er mich wahrscheinlich wieder überholen. Ja, mitspielen. So mal dahin fahren oder was? In 161 Stunden fahren wir rennen. Ah, das war doch schon ganz gut. Technik, hast du gut gemacht. Brav. Ja. Brav. Das ist der Leckerli. Ah ja. Unterhaltung finde ich gut. Oder eigentlich Jens seine Kommentare. Ja, was los? Jens ist drin in der Strecke. Das ja, vertipps. Aber ich glaube, also bis auf die hier, das ist noch meine Hasskurve. Doppel rechts oder was? Drin. Klar gibt es noch Verbesserungspotenzial. Aber nur ein bisschen. Du hast doch dich letztens in einem Rennen in diesem Porsche so wohl gefühlt, ne? Und ja. Richtig gepusht. Wo ich gesagt habe, ich hatte das Gefühl noch nie in einem GT3-Auto, seitdem wir das Spiel spielen. Das letzte Mal, als ich das Gefühl hatte, war in AMS 2 mit dem GT1, wo ich auch immer gepusht bin und einfach gebrettert, was das Zeug hat, mich sicher gefühlt habe. Ich habe es gestern geschafft, dass ich das Gefühl bekommen habe, in dem Auto, was ich jetzt fahre, noch einem. Am besten bis zum ersten runter, innen fahren und dann kannst du gerade wieder raus beschleunigen. Ja, das mit den Gängen ist halt immer fahrzeugabhängig. Merke ich ja, gerade. Ja, stimmt, okay. Extrem. Ja, ja. Aber der gefällt mir jetzt für die Strecke hier gerade ganz gut. Es ist nicht zuträglich, Jens, wenn du mich da in der Kurve irritierst. Ja. Das ist genau meine Hasskurve. Auf jeden Fall habe ich das gestern gehabt, dann zwar einmal, im anderen Auto auch nochmal, habe ich einfach pushen können, jede Runde pushen, einfach ohne nachzudenken, weil ich dem Auto vertraut habe. Aber das Gefühl zu haben ist halt schon geil. Mal gucken, wann ich das wieder kriege. Einfach so zu fahren, ohne nachzudenken und dann trotzdem zu pushen. Sie denn 31 Sekunden hinter mir? Ja. Dann muss ich mal quer auf der Straße warten. Der soll mich jetzt mal einholen. Geht klar. Seid ihr nicht 20 Sekunden auseinander? Langsamer, was Technik kommt hier. War das erste Mal, dass ich einigermaßen gut genommen habe.
Oh nein, jetzt bitte nicht aufhalten. Ah, du bist gut nicht unterwegs. Tue ich nicht, Feind, wa? Ich wollte nur mit dir zusammenfahren. Und mit euch. Runde zu Ende. Wie bist du wieder 89 Sekunden hinter mir? For improvement, aber ja, jetzt jagt Jens mich wieder. Ja, aber es hat lang gedauert, wie ich auch gehört habe. Du hast gerade eine gute Runde gemacht. Die Kurve, die hasse ich, die Doppelkurven hier. Die verstehe ich nicht, da kannst du so viel Zeit verlieren und so viel Zeit gut machen. Verstehe das nicht. Langsam komme ich rein, aber. Soll ich überholen? Ja, mach. Also ich bin jetzt out. Ja, okay, kann. Okay. Kann sein, dass er schief geht, okay. Egal. Boah. Ah, da sehe ich ja noch den zweiten im Rückspiegel. Ich bin schon die ganze Zeit da. Nur, ich bin jetzt näher gekommen. Hab dich ja vorhin vorbeigelassen. Uiu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 i. Pass mal Setup an. Gut geparkt. Scheiße, damit ich einmal auch eingeholt und dann so. Ja, aber jetzt kann ich mal eben ein, zwei Einstellungen machen. Ich habe den ja bisher da überhaupt nichts gemacht. Ja, wollt ihr beide raus? Bitte? Seid ihr beide raus oder habe ich einen Disconnect? Nee, ich bin in der Box. Ah, okay. Jo, meine ich ja, raus von der Strecke. Ach so, ich dachte, er ist ja komplett. Also die Gänge, ersten Gang kannst du deutlich runterstellen, zweiten Gang kannst du deutlich runterstellen und insgesamt ein bisschen mehr auf Anzug gehen. Ja, ich guck mal, das jetzt. Ah, ist der Gags schon parat wieder. Jo, wieder da. War kurz. FK. Boah, scheiße. Ja, können wir direkt wieder von vorne anfangen. Oh nein, mein Beamer ist schon wieder aus. Oh nein. Licht blendet. Schon wieder anders. Wenn du magst, kannst du 20 Sekunden warten. Worauf? Auf mich. Hey, ich bin da drauf. Komm, wir gehen nochmal in die Box. Wow. Schon wieder. So schnell erledigt. Wir waren noch nicht weit. Mann, das. Trink ich nochmal einen Schluck. Mann. Wobei, ich bin ja noch dabei, mich einzufahren.
Same. Ja, ich dachte, ich fahr voraus und fahr ein bisschen langsamer. Nee. Das, was? Das ist schon frech. Ja, oder Gex fährt voraus und fährt ein bisschen langsamer. Ich dachte, wir machen jetzt hier eine Kolonne hier. Ja, pass mal auf, ihr könnt euch mal versuchen, eure Bestzeit zu schlagen. Nee, schaffe ich nicht mehr jetzt. Habe ich schon gemacht. Ist schon anstrengend. Schon 129 Runden, alles gut. Ich muss ein anderes Auto nehmen. Bin mit dem am Ende. 5,5 Stunden Training. Mich? Sorry. Kein Ding. Oh, ist da geil aus. Ja, ist eine heftige Kurve da. Hatte ich bisher noch keine so großen Probleme. Oh, okay, jetzt baller ich gegen die Bande. Wenn du zu schnell runterkommst, glaube ich, ist es nicht so einfach dann wieder einen Quäler machst. Das ist manchmal so ein, das ist so ein Huckel manchmal. Der, naja. Ja. Wenn du dann zu schnell bist. Guckst du da ins Heinekenglas. Ist geil, oder? Reinigen, Heineken. Nicht, dass dir noch jemand die Rolex glaubt, ist auch was. Aber die wird dann per DHL nachgeschickt, alles gut. Es war keine gute Veränderung, die ich an dem Auto vorgenommen habe. Ich muss noch mal. Ups. Fällt mir nicht. Was hast du gemacht? Ich habe das Auto tiefer gelegt. Ja, tiefer ist vielleicht schwierig bei diesen Bodenwellen. Ja, genau. Und irgendwie Lager auch nicht mehr so schön jetzt. Das geht nur, wenn man bezahlt hier. Cord. Das geht nur, wenn man bezahlt. Das ist Pay to Sound Animation. Paid Content ist das hier. Ja klar! Irgendwann muss ich ja sehen, wo ich bleibe. Mach das, hol das, nachdem du gestern das Ganze auf die Wallet überwiesen hast. Was ist denn los jetzt? Du musst, wenn der dann diesen Huckel, wenn du über den Huckel gehst, musst du kurz von Gas weggehen und gegenlenken. Dann springst du quasi so ein Stückchen und wenn du auf den Boden wieder aufkommst, kannst du einbremsen und gleichzeitig schalten. Nee, hab ich gerade eben, hab ich das Gefühl, hab ich hätte den gut genommen, ohne zu springen. Okay. Kann man eigentlich Burnout hier machen? Ja. Vielleicht mit Handbremse? Die Handbremse belegst. Stimmt. Achso, nee, im Burnout kriegst du auf jeden Fall hin, wenn du aus dem Leerlauf hochdrehst und den ersten schaltest. Vernünftig, Gott. Hab Sparbuch von der Frau genommen. Na, Rainer! Ja. Einfach Rainer! So, am Schluss muss dann 0,01 stehen, das reicht. In den obligatorischen 1 Cent, damit das Sparbuch nicht geschlossen wird. Passt schon. Vernünftig. Gott und ich haben gestern investiert. In was? Wir haben gestern uns Videos angeschaut, wo in die Kommentare schreiben die immer so Werbung, so, ne? Hier wird reich da und so, und hat Alexi Bexi mal da mitgemacht und da angerufen und auch mit dem geschrieben und sowas.
ich mach dich reich, jede Woche 25% und bla und blub und Wallets hier, Wallets da, Bitcoin, Ethereum. Haben wir direkt investiert. Direkt investiert haben wir. Deswegen muss er jetzt das Sparbuch seiner Frau holen, weil es vorbei. Gut, ich habe in das DRM-Pack investiert. Das ist gut. Aber noch keine Zeit mehr genommen. Einmal kurz nur. Krypto-Kurt macht dickes Money, ja? Denke ich mir. Krypto-Kurt? Ja. Oh nee, ich weiß, ja, ah fuck. Dagegen gerannt hier. Ich habe ihm eine Wallet gegeben, eine Adresse, und hat er drauf überwiesen. Geht ja sogar, man kann ja sogar hier mit allen möglichen Dingern zahlen und am Stream ist ja der Button. Kannst ja auch mit solchen Sachen zahlen. Ja, na klar. Rein ins Wallet. Von einem ins andere. Schon richtig, oder? Ein richtig investiert, machst du einen fett Gewinn. Alle zwei, drei Tage verdoppelt sich das Geld. Also beim besten Willen, ich schaffe meine Zeit nicht mehr zu schlagen. Das war's. Ich habe hier so eine Rota gefahren, also einen Trott gefahren, dass ich das so okay ist, wie es ist. Alles andere geht nicht mehr. Ich habe es ja schon so oft verbessert, aber das passt so, wie es ist. Ich bin zufrieden von meiner Seite aus. Ich habe mit dem Auto eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte. Also mir macht der McLaren hier gerade echt Spaß. Ja, das war mein toll, ne? Das war mein Testauto, der McLaren. Ich habe nämlich doch erzählt, den einen Abend habe ich doch getestet. Viele Strecken nochmal. Die neuen Versionen. Immer mit Formel 1 und mit McLaren. Fand ich super. War so mein Sicherheitsauto. Ja, der Jens hat echt Lust,
und Bock drauf, mir am Auspuff zu schnüffeln, ne? Naja, ich dachte, ich treib dich ein bisschen an, weißt du? Ganz nah dran, damit du da zu nah vom Fahrersitz aus eine Kartoffel reinstecken kannst. Direkt mit der Wucht dann in die Fresse kriegen und der Gas gibt tatsächlich die Kartoffel zurück wieder. Der Elieb kost dich nur so ein bisschen. Mit mir macht er das nicht, weißt du? Schon eifersüchtig sein hier. Hier kann ich das aktuell nicht sprechen. Vielen Dank für das Abo. Jetzt! Vielen Dank, wie lieb von dir. Ist zu schnell, ja. Gott, danke dir. Er hat einfach reinschnabuliert. Oder soll ich eher danke deine Frau sagen? Aber nicht für lange, Jens. Ja, der Gott. So soll es sein. Und willkommen im Schnabulieren-Team hier. Schnabulieren, abonnieren, subtrieren, kontrieren, sowas, ne? Danke dir. Kuss. Jetzt musst du dir die Emotes nicht immer kaufen täglich. Kannst du sie auch so raushauen. Ich brauche Kort, danke. Kannst du Lightsaber benutzen normalerweise? Vorher nutzen wolltest du Zoom. Mag's nimmer. Kein Problem. Dick halt rum. Jo, das ist auch gut, ja. Gut, das ist laut. Das ist laut. Das erschreckt mich immer. Jetzt habe ich auf meine Zeit geachtet. So, ich habe zumindest die 1,40 gebrochen. Jetzt bin ich am Rauchen. Die 2/10 of the patient sector. Knapp, ganz knapp. Bald verliert Jens sein Spielzeug. Technisch schneller wird vielleicht sein Spielzeug. Ja. Aber da kann man mal sehen, wie viel es ausmacht, wenn man quasi von Anfang an die Strecke fährt. Und dann jemand neu dazukommt. Hast du keine Chance am Anfang. Ja, wie auch, wenn du sie nicht kennst. Ja. Und das Auto ist auch noch stark, was wir fahren. Weißt du, ja? Das ist das zweitstärkste Auto im ganzen Feld. Mit diesem einen Porsche da. Aber ich bin mit dem Ferrari die gleichen Zeiten gefahren. Deswegen weiß ich nicht mehr. Ich bin mit dem Ferrari und dem BMW die gleichen Zeiten gefahren im Ungaroring. You've just done 136.39. Oder vielleicht so ein Ferrari da schneller? Ich glaube 0, irgendwas gleich. Siehst du, Karl, was du alles so erfährst als ab? Jetzt hat es direkt schon gelohnt. Wenn du mal siehst, was hier Sache ist. Warum ist der Assetto Core? Der spielt nur mit dem Chat. Ist doch schön. War was los da im Chat? Ja, auf jeden Fall, aber. Ultra wichtige Infos, ja, gibt es schon seit Jahren.
Weil viele haben sich immer über Facecam beschwert. Und dann gab es die Facecam vor 10 Monaten und dann? Es hat sich geändert, nichts. Haben wir weggemacht. Es sind eher weniger geworden, wisst ihr? Deswegen haben sie alle abgewendet. Wieder weggemacht. Der Ton kaputt. Hab ich irgendwas falsch gesagt? Was ist der Gags wieder? Ich hab nichts gesagt. Aber ist der Shadow Quartz oder nicht? AC. Ne, Xentan ist bestimmt WoW-Spielgang, da muss er noch leveln. Noch ist der Level-Boost bis ein paar Tage. Verbessern Technik ist vorbei. War die edenische Zeit immer wieder. Mal schlechter. Mal genauso. Aber besser geht halt nicht. Hab ich wieder verloren in der Kurve hier. Also für mich nicht. Schafft er sich hier mehr Zeit gewinnen auf der Geraden, keine Ahnung. Ja, 0,4 verloren, so habe ich mal versucht, zum anders zu fahren. So habe ich mal versucht, die erste Kurve schneller zu fahren, 0,7 hänge ich hinterher. Ja, ich kann die halt nicht auch schnell noch fahren. Ich will auch gar nicht so. Jetzt ist passt schon. Ich bin durch. Das reicht mir. Ja, auch nicht richtig. Das reicht mir. Ja, ich schaff's nicht mehr besser. Fertig. Ich bin jetzt 136 Runden gefahren. Das geht, kann ich nicht besser. Hab mich jetzt, glaube ich, 30 oder 40 Runden nicht verbessert, deswegen. Ist okay, also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ich bin echt zufrieden. Das passt so, wie es abgelaufen ist. Das passt. Muss man auch mal sein, oder Technik? Was meinst du? Ja, man muss auch mal zufrieden mit sich sein. Bin ich soweit. Tycho, gute Nacht, schlaf schön. Nacht, Tycho. Das ist okay, also ich bin mit ihm, mit der Strecke, mit dem Auto aktuell zufrieden. Mehr kann ich, sage ich jetzt mal, heute nicht rausholen. Vielleicht morgen nochmal. Aber da habe ich jetzt geprügelt. 100, wie viele Runden habe ich gesagt? 136 Runden über die Strecke. Dann probieren wir mal den Scuderia, oder? Ja, oder den McLaren. Nehmen wir Scuderia, machen wir. Zweite bis 4. September, okay. Ja, cool, dann können wir ja gucken, wie die das machen. Bestimmt nicht so geil wie wir. Ist das Formel 1? Ja. Nee, können wir nicht gucken. Mit Jen schon. Ja, abgehoben. Mhm.
Chance ist weltoffen. Der interessiert sich für mehr als nur GT3. Tires Model V10. Ja. Ach, ich habe ja kein Setup gespeichert. Scheiße, ich habe es nicht gespeichert. Schade. Gucken wir mal, ob wir das wieder hinkriegen. Was haben wir denn hier? Ah ja, okay, nee, der ist okay eigentlich. Was habe ich denn noch geändert gehabt? Oh Gott, gerade zur Unterdrückungskontrolle 18. Rear Wing 5. Bremsbalance 57. Ach du Scheiße. Was mit dem? Aufhängung. Ich probiere jetzt einfach mal so, um nicht zu ändern. Was geht's? Neues Auto, neues Glück. Die nächsten 100 Runden warten auf uns. Your exit is clear. Watch the white line. Ich werde hier sterben, bestimmt hier. Moment. Ich muss hier. Oh Gott, wie das wackelt. Ich muss, glaube ich, Force Feedback. Stimmt, ich muss Force Feedback der Strecke runterstellen, ein bisschen. Ich muss es ein bisschen lauter machen, den Motor. Boah, Alter. Wie das springt. Oh, Benz. Auf jeden Fall Force Feedback ändern nochmal. Oh Gottes Willen. Alter, wie der wackelt. Oh. Beide weg. Krass, Alter. Synchron fahren. Ist doch toll, wollten wir doch oder nicht? Das sah also, gut aus, was ihr da macht. Ist das sah als Synchronschwimmen. Synchronwandfahren oder wie nennt man das? Synchronwanding. Walling. Ich hatte mir vorgenommen, die jetzt im Boden zu fahren, aber das war. Was wolltest du machen? Ich wollte die im vierten fahren, aber es ist wohl noch nicht eingeklärt. Push. Ach nee, da kommst du zu weit raus, glaube ich. Ach so, Force Feedback Schwäche. Ach du Kacke, was? 1, 2, 3. Boah, Alter, hat ja gar keinen Grip hier. Boah, muss nochmal fahren, okay. Das, hey, ich liebe das. Hey, das ist so ein geiles Gefühl. Das ist einfach so scheiße und dann wirst du besser. Oder schlechter Runde für Runde. Ich finde das so geil. Mir wurde das schon einfach langweilig und öde mit dem Auto. Wenn ich mich verbessert hätte, okay, aber ich habe mich jetzt so lange nicht verbessert. 166 Runden reicht erstmal von Anfang. Und jetzt die Challenge im neuen Auto wieder. Ist fast wie die Strecke, also die Strecke von Anfang an fangen, oder? Uff. Oh Gottes Willen! Wie soll ich denn hier? Ah, boah. Krasse Scheiße, Alter. Der Rekord hat es geschafft hier, TG. Jawohl, endlich Saab LG. Ah, siehst du? Ja, Titi. So eine rein macht er. Können wir wegbannen hier. Wenn er überall anders sappt. Und hier nicht, klar wegbannen hier. Zahlt tausende von Euro Server am Tag. Und er fährt hier mit und sappt dann mal. Schwein! Nur noch Sub-Only-Server, oder hier?
das ist toll, ja, so Subgifts sind geil. Also ich sag dir, Techni, du hast doch bestimmt mitbekommen, dass dieses Muschi-Spiel rausgekommen ist mit der einen Mieze-Katze da, oder? Oder hast du nicht mitbekommen? Was? Das Mieze-Katzen-Spiel mit der Muschi da. Ach so, ja, das sieht cool aus im Cyberpunk-Setting, ne? Kann sein. Aber das Spiel hat alle Weiber. Sogar Weiber, die Ehrlicking machen, spielen das. Also Weiber, die Ehrlicking machen und Wohnzimmer planschen. Können die mal Controller halten? Wir sehen, wie die Controller funktioniert und dann spielen sie sowas. Also, kannst du nicht vorstellen. So ein gefälligster Lecken und sich zeigen nackert. Oh meine, was für ein Bier. Ich bin seit 30 Jahren geärgert, dass Computerspielen Mainstream wird. Ja. Ja, da hat man sich leider dran gewöhnt mittlerweile. Oder man musste sich dran gewöhnen. Ja. Weißt du, uns im Ohr lecken? Und dann sowas. Aber das Beste ist immer noch aus dem Planschbecken rausspielen. Das ist toll. Oh Gott. 11 Uhr, oder? Ich muss meine Tabletten nehmen. Alexa? Stelle Timer plus 20 Minuten. Timer für wie lange? Uff. Ich hab Bock jetzt aufzustehen, ich bin gerade ins Auto rein. Entschuldigung, für wie lange? 30 Minuten. Alexa, stopp. Auf jeden Fall muss ich demnächst meine Tabletten nehmen. Noch bis Sonntag oder Montag die Antibiotika nehmen, die mich so brutalst auch noch schwächen. Und sprayen noch ein paar Wochen. Das hat auch noch Antibiotikum drin. AC spielt mit, Ashetter God spielt mit. So erquickend oder erfrischend, ein neues Auto zu fahren. Wieder so geil, sich ranzutasten. Aber ich hab's genau richtig gemacht. Mir mal ein bisschen einfacher. Mit dem guten Auto anzufangen. Tut mir leid, Jens. Aber 1,38. Wie, was, wo? Hast du mich überboten? Nee, das glaube ich nicht. Achso, nee, weil du sagst, es tut mir leid, Jens. Ich dachte schon. Nee, weil ich da jetzt wieder auf die Zeit geachtet habe und dadurch den Bremspunkt verpasst. Ja, okay. Und warum, tut mir leid, Jens? War ich irgendwie hinter dir oder vor dir? Ich glaube, du warst hinter mir, oder? War das... Ach, weiß ich gar nicht. Du warst ja kurz schon. Ich weiß auch gar nicht, welche Farbe mein Auto hat. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Du bist... Hey, ja, sagt ihr mir das mal, welche Farbe hat mein Auto? Du bist der Johannes. Guck doch mal. Ja. Kann auch bestimmt gesehen, oder? Ja, wenn du mal. Auslandssicht. Genau. Ja, hab ich nicht belegt. F1. Ach, du, F1. Die hat halt keine F-Tasten, der Typ. Da haben wir letztes Mal schon Probleme gehabt. Ich wollte dir einige Sachen zeigen, der keine F-Tasten hat. Ich bin ein armer Mensch, ich kann mir F-Tasten nicht leisten. Was? Was ist das denn? Ja, so ist das halt. Zum Umf- C. Vielleicht geht C. Oder hast du C auch nicht? Er hat doch C, ehrlich. Er hat nur WSAD.
EV geht nicht. Ich hab. Ach, egal. Ja, dann belegst du um. Kannst du im Content Manager dir umlegen. Nö, ich will jetzt nicht raus. Lass ihn mal ganz fahren. Ja. Alles gut, also Spaß. An den ersten BMW. Genau. Jetzt ist ein Weißer vor mir. Achso, ich war doch ganz oft hinter ihm. Keine Ahnung, ich hab dich nie so angeschaut, James. Tut mir leid. Ja, das ist der Assetto-Port, der hinter mir war. Für mich wer ist der Weiße, der hier gerade... Okay, da er nicht zu mir spricht, wird es wohl einer... Für mich zählen die inneren Werte. Den habe ich nie auf den Äußeren geachtet. Nee! Du blöd, also... Das kannst du nicht vorstellen. Track Limits again, sagte. Ich kündige den Gino gleich, sag's dir gleich, den nenne ich gleich um. Das war so schade, bei meinem AI-Rennen habe ich der KI halt Namen gegeben, habe mir richtig schöne Namen ausgedacht. Aha. Also, ne, Gino Ramponelli war dabei. Beste. Uwe Petersen. Der Karl, weiß ich nicht, Karl Lampenfederer. Und dann fahren sie nicht gescheit, oder? Ja, und dann kommen die in Spielen, heißen AI 1, 2 und 3. Oh nee! Alles umsonst. Bald Donation Goal machen für Jens F-Tasten. Wie lenkt das Auto denn ein, Lenz? Die Tastatur hat bestimmt auch F-Tasten mit einer Sondertaste und irgendwas kombinieren und so, ja. Aber ich sehe ja auch hier nichts. Mach du dir Augen auf, was ist mit dir? So dunkel. Hast du nicht ein fettes Licht, was vom Beamer kommt? Ist das nicht deine ganze Wand voll? Voller Spiel? Du bist nicht ja, nach... aber da sehe ich auf der Couch trotzdem nicht die Tasten. Was ist mit dir? Ja, der Jens, der fährt ja auf der Wand, ne? Ja. Abgefahren, abgehoben. Boah, nee, jetzt kommt jemand aus der Box, lol. Ich lass mich ablenken. Schweinerei. Ich will mal eine Zeit setzen, Mann. Aber geil, Mann. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach wieder an das Auto. Boah, Gottes Willen. Ich dachte schon, mir ist langweilig mit dem Auto fahren. Aber wieder ist es so geil. Ich hab's wieder gepackt. Zwischendurch wollte ich alle vier drücken. Neues Auto ist wie ein neues Leben. Na 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 na. Was fährst du denn jetzt? Scuderia 488. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich was mache hier. Oh Gott, das Force-Feedback ist so schlimm. Ja, und ich bin einfach Kurven komisch gefahren, weil ich eine Sekunde verloren habe, einfach so. Und mach immer. Weil ich habe gebremst, habe eingelenkt, weil mir lang das so viel gelenkt. Voll über den Curb. Schlafen. Guten Morgen. Wie war's denn? Was
selbst mit verlassener Strecke war ich noch schneller als meine Bestzeit. Hast du das gezählt oder hast du Cut bekommen? Nee, Cut. Ja, scheiße. Alter, kann ja machen, was ist denn das? Hast du auch so einen Genie, der immer meckert, oder? Ich hab dich. Der Jens hat gestern gemeckert, sag ich, das habe ich mir jetzt angewöhnt von ihm. Echt nicht. Schlimm mit dir. Ja, aber also, wenn mir jemand eine Ansprache halten würde, ich würde zu wenig erscheinen. Das habe ich nicht gemacht. Nur heute, dass du da warst. Wegen, eigentlich war er am Meckern. Ich war brav. Du hast doch gestern gemeckert. Dann habe ich gesagt, du meckerst immer. Ich sag, nur weil ich jetzt einmal mecker, jetzt mecker immer, oder was? Dann hab ich wieder gemeckert. Ja, wegen dem Porsche, ja gut, weil der Wagen mir nicht liegt. Achso, ja, Tietje begeistert von dem Porsche, das einzige Auto, mit dem er fahren kann. Jen steigt ein, kann keinen Meter fahren, gefühlt. Meckerte. Ja, aber das war das einzige Meckern, alles andere fand ich gut. Gut bis sehr gut. Strecke sehr gut, die anderen Autos gut. Warst du gestern nicht da? Nope. Du warst doch irgendwann nur ganz kurz. So, ne? Einmal nur ganz kurz. Ja, stimmt, ja. Einmal ganz kurz. Ich krieg die Zeit nicht hin mit dem. Meckert die ganze Zeit. Ich glaube, der merkt das nicht. Seid ihr jetzt Beavis and Butthead geworden, oder was? Cool. Hey, Beavis. Du hast einen Pickel am Arsch. Cool. Cool. Ich brauch Klopapier für meine Dann denke ich, dass ich was gut gemacht habe. Dann verliere ich es in der gleichen Kurve wieder. Du kannst dir nicht vorstellen, das Auto hier, weil du warst zum. Also habe ich zumindest noch Progress, ne? Irgendwie. Macht dir wieder Spaß, deine eigene Zeit zu verbessern jetzt, ne? Du drüben fährst du deine 40 Runden, hast keine Chance zu verbessern mehr, weil du einfach festgefahren bist. Und hier geht's noch ein bisschen. Wenn du 0,2 der ersten Kurve rausholst, trotzdem bist du dann wieder hinterher. Rechts, rechts, links. Da, wo die Straßen so breit sind, dann doch so eng. Vielleicht die einzig schlimme Kurve auf der Strecke, finde ich.
was at 137.80. Wow, wow, wow. Nein, 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 wieso habe ich denn... Verstehe nicht. Ich versuche es auch abzufangen. Lenker genauso, dass es noch mehr... Noch mehr aus dem... ins Schwanken kommt. Jetzt ist vorbei, aber. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen. Ich weiß nicht, tiefer legen, ob bei dem Ding noch was hilft. Der eh schon so tief ist. Ich werde so aufschlagen jetzt dann. Gott, ich komme mir da mal aus der Box raus. Setz dich unten auf. Bin gespannt hier. Ja, die Bremsbalance noch ändern. Stimmt, habe ich vergessen. Das Fossil wird noch schwächer stellen, das ist ja krass. Bei Ferrari ist das Fossil wirklich so heftig. Also das ist total leicht, aber wenn du dann die Kurven fährst, das ist so heftig, das tut so weh dich in den Arm. Endlich. Sicherheitsrunde Main. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe es wieder verloren, aber irgendwann habe ich es wieder eingeholt. Boah, das ist so krass mit dem Ding.
0.5 off the pace. Okay, ich darf niemals wieder über den Curb fahren. Mein Auto liegt so tief, ich fast wie beim Night Rider Turbo, Super Pursuit Modell, der Turbo Boost meine ich. Also springen, wisst schon. Wahnsinn. Boah, ich habe mich kaputt geschlagen. Schade. Schade. Was muss ich ihn dann noch machen, dass er so ein bisschen... Meinst du, ich müsste noch mehr Flügel geben? Achso, ich wollte mal mit den...